Guten Abend, liebes Publikum. Ich möchte mich herzlich für die Einladung nach Stuttgart bei der Mahle-Stiftung bedanken, bei Herrn Schweiß-Ertel und bei Frau Dr. Dieterich. Das Mittelalter, sie hat es ja schon angesprochen, meine verehrte Vorrednerin, umgibt uns. Ich war vor Jahren das letzte Mal hier gar nicht in Erinnerung, wie sehr die Spitzbogenfenster doch noch diese in dem ansonsten doch sehr modernisierten Stuttgart diese Epoche evozieren. Wobei man, das wissen wir ja alle, nie so genau weiß, von wann dieses Mittelalter datiert. Es ist oft das 19. Jahrhundert, was am mittelalterlichsten aussieht. Als ich in Venedig lebte, bis vor 5 Jahren, habe ich Freunde rumgeführt. Und immer wenn sie sagten, hier ist es aber jetzt am urtümlichsten, das sind die Stadtteile, die im 19. Jahrhundert im Stile eines imaginierten alten Venedig gebaut worden sind. So gesehen traue ich dem Braten nicht. Und das ist genau die richtige Stimmung, in der wir jetzt uns dem Thema nähern können, meiner Meinung nach. Denn was ist das Mittelalter? Vorschlag: Das Mittelalter ist eine Epoche, die sich etwa vom Jahr 500 bis zum Jahr 1500 erstreckt und im Jahr 2000 wieder begonnen hat. In diesem Aphorismus steckt das Thema des Abends. Es dreht sich um eine ganze Reihe von Antworten auf die Frage, was das Mittelalter denn sein könnte und warum ausgerechnet diese lang zurückliegende Epoche an den unterschiedlichsten Bruchlinien unserer eigenen globalisierten, digitalisierten, multipolaren und immer noch industriellen, Gott sei Dank immer noch industriellen, sage ich dazu hier bei der Mahle-Stiftung, Zivilisation wieder zum Vorschein kommt. Ich möchte dafür ein paar Beispiele geben. Als ich vor gut 3 Jahren den Auftrag bekam für meinen Arbeitgeber, die Tageszeitung Die Welt, einen Aufsatz über einen der weltweit erfolgreichsten Fantasy-Romanzyklen und die damit verbundene Netflix-Filmserie Game of Thrones zu schreiben, war ich zuerst vollkommen überfordert. Denn ich kannte das Werk überhaupt nicht, weder die Romane von George R. R. Martin noch die Verfilmungen. Einmal ans Werk gegangen und recherchierend, befand ich mich schnell in einer überraschend vertrauten Welt. Es handelte sich nämlich um Rittergeschichten reinsten Wassers. Krieger mit Schwert und Bart in ummauerten Burgen, Prinzessinnen in langen Gewändern, Angreifer mit Pfeil und Armbrust, die auf Pferden durch Wälder und lichte Auen galoppierten, dazu die guten alten Ritterturniere mit Schild und Lanze und das übliche Personal vom Magier über den König und die Dienerschaft. Das weltberühmte Epos, viele Millionen Exemplare verkauft, geradezu Milliarden Zuschauer im Netz und an den Bildschirmen, beginnt mit einer Szenerie an einer gigantischen Mauer, hinter der sich ein endloser Wald voll Eis und Schnee erstreckt. Einige von Ihnen, oder wenigstens über Kinder und Enkelkinder, hat vielleicht mal von Game of Thrones gehört. Ich erzähle es eben dann trotzdem nochmal. In diesem finsteren Eiswald leben unheimliche Krieger, die jedem Eindringling auflauern, um ihn mit unvorstellbarer Grausamkeit abzuschlachten. Und in diese Eiswüste wagt sich zu Beginn ein wagemutiger Grenzkämpfer herein. Das Epos beginnt so: Ich hatte bald alles gesehen. Zuerst einmal bitte ich Sie, meine Verwunderung zu teilen. Game of Thrones wirkt bis heute auf mich wie ein komplett anachronistisches, von allen guten Zeitgeistern verlassenes Werk. Wie kann so etwas den weltweiten Erfolg vor allem bei der jüngeren Generation haben? Statt emanzipierter Frauen, demütige Hoffräulein. Statt sanft ihres toxischen Testosterons beraubten metrosexuellen Modejünglingen, muskelbepackte Zweikämpfer und brutale Vergewaltiger mit dem Schwert in der Hand. Statt einer grenzenlos offenen Welt des Reisens und Migrierens ohne Zäune, ohne Trennlinien, ohne Grenzkontrollen, eine abgeschottete Welt und Kette der Burgen mit einer gewaltigen Mauer, gegen die die einstige Berliner oder die aktuelle Grenzfestung zwischen der USA und Mexiko rein als Gartenzäune wirken. Dass bei Game of Thrones irgendwann auch noch fliegende Drachen mit magischen Eiern zerkommen, vervollkommnet nur die Vision einer aus der Jetztzeit gefallenen Märchenwelt, die eifrige Sprach- und Handlungszensoren irgendwie übersehen haben. Es ist nichts kindgerecht verharmlost, nichts verfriedlicht, gegendert und gewoked. Wie um alles in der Welt kann so etwas zu einem Welterfolg bei der noch lesenden und stetig ins Internet starrenden Jugend werden?
Hat der Zauberer Merlin die jungen Leute verhext, damit sie keine aktuellen Probleme, sondern spannende Abenteuer aus der längst versunkenen Vorvergangenheit verfolgen? Meine Verwunderung wurde nicht kleiner, als ich las, dass der amerikanische Erfinder von Game of Thrones, George R. R. Martin, sich explizit auf die Geschichte des 14. Jahrhunderts bezieht. Das sind also die besten Verkaufserfolge. Sie merken jetzt, warum ich dann auch einen Mittelalterroman geschrieben habe. Nur habe ich nächstes noch nicht so viel verkauft wie er. Die George R. R. Martin gibt freimütig zu, seine Inspirationsquelle sind die französischen Königs- und Dynastiegeschichten rund um das Ende der Kapetinger, kurz vor 1330, und der Beginn der kurzlebigen Epoche der Könige aus dem Hause Valois. Das alles habe ihn gründlich inspiriert. Wenn man das Kindern, der Jugendlichen in der Schule sagt, jetzt beschäftigen wir uns mal in der nächsten Stunde mit dem Haus Valois, dem Ende der Kapetinger, wäre wahrscheinlich die Aufmerksamkeitsschwelle im Geschichtsunterricht gegen null. Aber dann gehen sie nach Hause und schauen sich genau das Gleiche und lesen die dicken Bücher dazu durch. Irgendwas stimmt da nicht. Ich konnte mühelos noch die Szenerie mit dem Eiswald voller monströser Krieger identifizieren. Das war das Niemandsland, das es genau so gegeben hat zwischen mitteleuropäischen christlichen Ordenskriegern in Ostpreußen und heidnischen Litauern, die sich mit Waffengewalt und Guerillakrieg gegen ihre Bekehrung wehrten, die nach dem Vorbild Ostpreußens nämlich auf Eroberung und Ausrottung hinausgelaufen wäre. Dieselbe Szenerie hatte mir nämlich kurz zuvor in meinem ersten Roman auch als Kulisse gedient, wenn auch nicht als Fantasy-Drama, sondern als historisch penibel recherchierte Abenteuergeschichte. Was ich für eine skurrile Rückschau auf eine längst vergessene Epoche gehalten hatte, für die sich niemand mehr interessiert, wurde bereits, als ich da noch dran schrieb, von vielen Millionen Jugendlichen zwischen Neuseeland und China gutiert und kennerschaftlich analysiert. Die offenbar immer noch sehr dynamische Geschichte des Mittelalters hatte mich nicht eingeholt, sie hatte mich überholt. Diese Erfahrung wird, je moderner sich unsere technisch grundierte Zivilisation auf dem gesamten Planeten auswächst, quasi jeder Generation seit 200 Jahren mindestens zuteil. Oder wie sollen wir sonst verstehen, dass schon vor 70, 80 Jahren der Herr der Ringe, später dann Hollywoods letzter Strohhalm in der Ära des durchs Internet ausgelösten Kinosterbens, dass der Herr der Ringe in einem ebenso durch und durch mittelalterlichen Setting spielt. Auch da ist das gesamte Personal wieder fröhlich versammelt. Zwerge und Elfen, böse schwarze Reiter und Drachen, heldenhafte Ritter auf Abenteuerfahrt ins Ungewisse und was früher mal Troll oder sowas hieß, ist jetzt eben ein Hobbit. Es ist alles genau das Gleiche wie vor 800 Jahren die Ritter der Artussage, die auf ihren gepanzerten Pferden in eine unheimliche Gegenwelt der Geister, Riesen und Magier zum Abenteuer Aventure auf Mittelhochdeutsch auszogen, um edlen Damen zu gefallen. Dass der Autor des erfolgreichsten Ring-Epos seit Richard Wagner, wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher als Richard Wagner, John Ronald Reuel Tolkien beruflich altnordische Sprachen und Sagen aus dem frühen und hohen Mittelalter an der Universität Oxford vermittelte, passt bestens in unser Bild. An der Universität war Tolkien ein kompletter Außenseiter mit 4, 5 Studenten. Doch keinem seiner noch so genialen Kollegen, die sich mit William Shakespeare oder dem Zweiten Weltkrieg, mit der Relativitätstheorie der Logik oder mit Quantenphysik oder Computerbau befassten, war es je vergönnt, 250 Millionen Bücher zu verkaufen. Das Mittelalter-Epos aus dem Jahre 1950 ist bis heute und vielleicht bald sogar noch einen Rang höher, nach dem Don Quixote von Miguel de Cervantes, das erfolgreichste Buch, das je publiziert worden ist. Pures Mittelalter. Als wäre das noch nicht genug, und übrigens Don Quixote fällt mir jetzt gerade so ein, ist ja auch ein Ritter, das ist eine Parodie auf das Mittelalter, reitet auf seinem Pferd mit dem Barbierhelm durch die Gegend, man entkommt, wenn man genau schaut, man entkommt dem nicht. Als wäre das alles noch nicht Grund genug, dem vermeintlich finsteren Mittelalter eine gewaltige Aktualität zuzubilligen, finden sich die Versatzstücke des Ritterlebens, ob es das jemals so gegeben hat, ob es sich um Projektionen von damals oder Projektionen von heute handelt, das lassen wir jetzt mal offen, das würde noch ein neues Kapitel eröffnen. In jedem Fall aber kämpfen auch die Jedi-Ritter des Filmepos Krieg der Sterne mit Schwertern, wenn auch mit Strahlenschwertern. Auch hier geht es um männliche Heldenbündnisse, feenhafte, von Ferne verehrte Frauen, schwarze Teufelsgestalten als Feinde, hochtechnisiert, aber in der Erzählstruktur
keinen Schritt weiter. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele, die ich im Detail hier weglasse. Die lange Reihe der nicht abreißenden Artus-Verfilmungen, andere Epen wie die christlich grundierten Chroniken von Narnia bis hin zu den Harry-Potter-Märchen, die sich ebenfalls solide aus dem zauberhaften Sagenschatz des Mittelalters bedienen. Man könnte meinen, den Autoren der Gegenwart und des 20. Jahrhunderts sei nichts mehr eingefallen. Und wenn Ihnen so wenig neue Konstellationen einfielen, warum dann keine Epen aus dem Sagenschatz der Römer, der Ming-Dynastie, des europäischen Kolonialismus oder dem Zeitalter von Kohle, Stahl und Fabriken? Ich meine die bürgerliche Welt, die unsere heutige Gegenwart allesamt sehr viel mehr prägt als diese auf ihren Pferden herumhoppelnden Schwertkämpfer von vor 800 Jahren. Um uns über die staunenswerte Aktualität dieses Mittelalters ein klareres Bild zu machen, müssen wir die posthume Karriere dieser Epoche weiter zurückverfolgen. Die Vormoderne mit christlich fundierter Ikonografie, mit Landstrichen voller Wälder und unkontaminierter Flüsse und grimmiger Kampfeshelden war lange komplett verrufen und aus der Mode. Goethe zum Beispiel, der nach Assisi kam, hat die wundervolle ausgemalte Kirche des San Francesco, eines der größten Denkmäler mittelalterlicher Kunst- und Geisteswelt, nie betreten. Er hat sich einen Hammer genommen und ist ins Gebirge gegangen, um Steine zu klopfen. Er wollte nichts von der mittelalterlichen Kirche wissen. Goethe war ziemlich nah am Atheismus und fand das Mittelalter grauenvoll. Entschuldigung? Naja, das wäre vielleicht dann ignorant, aber das war damals halt die Zeit, wo man davon nichts wissen wollte. Also selbst Schiller, der sich mit Wilhelm Tell ins Mittelalter begab, wollte dort nur den humanen Aufbruch zur Freiheit, zur Gleichheit der Menschen bemühen. Und den hätte man mit den Artus-Romanen nicht hinter dem Schreibpult hervorlocken können. Das änderte sich erst und nicht zufällig mit dem Industriezeitalter, wo die ersten Kohleminen die Landschaft, die ersten Hochöfen die Luft und die ersten Fabriken die Arbeitswelt immer unbehaglicher machten, also in Großbritannien, begeisterten sich Leser und Sammler bald für Romane, Gedichte und Bilder aus der fernen Vorzeit des Mittelalters oder die wenigstens so taten, als kämen sie von dort. Sir Walter Scott schrieb im 19. Jahrhundert die Urgeschichte Schottlands. Das waren dann sogenannte Gothic Novels. Da war dann die Gotik, die dann später weiterkam, sofort beim Namen genannt. Das hatte sich der britische Hochadlige Horace Walpole schon ab 1750 ausgedacht. Es gibt heute noch bei London sein Lustschlösschen Strawberry Fields. Da sind solche Spitzbögen, wenn sie denn nicht wirklich aus dem 14. Jahrhundert kommen, dann zur großen europäischen Mode geworden. Sollte die zerstörerische Epoche des von Marx beschriebenen beschworenen kreativen Kapitalismus mit der gar nicht so zerstörerischen, sondern romantischen, verbrämten Epoche des Mittelalters kontrastieren. So entstanden tausende neugotische Kirchen, Schlösser, Gemälde mit Ritterfiguren und selbst an Mietshäusern kamen, hier in Stuttgart ein paar verbliebene gibt es auch noch, Helden mit Helm und Schwert. Und auch Kohlezechen und Maschinenhalden wurden im mittelalterlichen Stil gebaut. Die Sehnsucht war gewaltig, damals schon. Nirgendwo als unter Spitzkappengewölben und hinter bunten Glasfenstern ließ sich das wohlige Gefühl einer noch geordneten und dazu nicht unwichtig frommen Welt von Gut und Böse gemütlicher erleben als in der Neogotik. Wir können eindeutig konstatieren, dass das Mittelalter damals schon und so auch jetzt als vor allem als Gegenwelt taugt. Je weniger die Gegenwart so ist wie ein Ritterschloss mit Turnierplatz und Kamin, desto anheimelnder der Traum davon. Über diesen Widerspruch machte sich der dänische Märchendichter H.C. Andersen lustig. Er versetzte mit Hilfe eines literarischen Zaubertricks in einem von wenig bekannten Antimärchen bereits um 1850 einen Mittelalterschwärmer, wie es sie damals offenbar auch schon gab, in dessen bevorzugte Epoche zurück. Inmitten von Pestkranken, Strauchdieben, religiösen Eiferern und Inquisitoren kann sich unser Mann nur mit knapper Not wieder in seine Zeitmaschine retten und in das langweilige und befriedete Heute zurückbeamen. Nein, das echte Mittelalter, so lehrte schon Andersen, ist nichts für Weicheier. Die Hungersnöte, die Seuchen, die Pogrome, die Kindersterblichkeit, die Ketzerverfolgung zwischen 11 und 1400 hätten hier in Schwaben nur die allerwenigsten von uns überlebt. Und wenn, dann säßen hier im Saal sehr viel weniger Leute und die hätten abgetrennte Gliedmaßen, Geschwüre, viele Zahnlücken im Mund, chronische Schmerzen und nur die Zähesten wären älter als 40.
Verlassen, also das Durchschnittsalter damals lag bei Ende 30 und da ist schon die hohe Kindersterblichkeit mit einberechnet. So viel zum Thema Mittelalterromantik. Sie müssen sich übrigens auch nur einen Zahnarztbesuch vorstellen, dann ist eigentlich jede Art von Historienschwelgerei sehr schnell vom Tisch. Das sage ich als jemand, der gerne in Historienschwelgerei sich begibt, aber immer mit dem Gefühl, dass wenn mir die Zähne wehtun, ich dann doch eine andere Adresse habe. Verlassen wir für eine Parenthese das erträumte Mittelalter und wenden uns dem Echten zu. Was wissen wir überhaupt von jener nicht gerade kurzen Ära? Und wie verschaffen wir uns dieses Wissen? Umberto Eco, der mit dem ironischen Mittelalter-Krimi Der Name der Rose weltberühmt wurde, hat es auf den Punkt gebracht. Das Mittelalter kenne ich aus erster Hand. Die Gegenwart kenne ich nur aus dem Fernsehen. Was wir uns aus alten literarischen, theologischen Quellen, aus Chroniken, Behördenverzeichnissen, aus übrig gebliebener Architektur, Malerei, Gebrauchsgegenständen noch zusammensetzen können, wird heute ergänzt durch die Rekonstruktion von Musik, durch die wissenschaftliche Analyse von Knochenfunden, DNA-Proben haben einen unglaublichen Fortschritt da gemacht. Man kann Verwandtschaftsverhältnisse, Herkunft der Leute herausfinden. Da ist Deutschland übrigens weltweit führend, das Institut in Leipzig für historische Genetik. Mit dem Nobelpreis letzten Herbst ausgezeichnet. Pollen können analysiert werden, tierische Überreste, Exkremente, die sind eine Fundgrube für Historiker, gerade des Mittelalters, weil die Leute da alles reingeworfen haben. Die Medievistik ist in diesem Bemühen seit 200 Jahren weit über das ereignisgeschichtliche Aneinanderreihen von Königskrönungen, Kaisertoden und Kriegszügen hinausgekommen. Es gibt ganze Bibliotheken über das Essen, das Klima, die Kleidung, den Tod, die Mentalitäten, Minderheiten, Sex in allen Spielarten und quasi jeden Aspekt des Kriegs- und Alltagslebens aus jener Zeit. Immer mit dem Anspruch, der seit Leopold von Ranke alle Geschichtsschreibung antreibt, nämlich zu schildern, so sagte Ranke, wie es eigentlich gewesen ist. Und zugleich mit der skeptischen Bescheidenheit, dass wir diesem hehren Ziel allenfalls nahe kommen können und nie wirklich erfahren, was die Menschen jener Zeit im Detail angetrieben hat, was sie fühlten und hofften, das alles liegt in einem Dunst, wie die Musik des Mittelalters, die kundische Praktiker wie Pedro Memelsdorf oder Paul van Nevel wundersam zum Klingen bringen, doch niemand von damals hat überlebt und sitzt heute im Publikum und kann bestätigen, dass die nachgebauten Instrumente und unsere Techniken denselben Klang erzeugen, den wir heute für mittelalterlich halten. Mit den Köpfen und dem, was darin wohnt, ist es genauso. Wir können über den Abgrund der Jahrhunderte nur näherungsweise eindringen und oft genug ist es dann ein leerer Schädel, der uns angrinst. Die Historikerin Barbara Tuchman hat für ihr Panorama des 14. Jahrhunderts, das Buch handelt vom 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, ein unschlagbares Schlagwort geprägt. Jene Zeit, so Tuchman, sei für uns wie ein ferner Spiegel. In diesen zwei Worten liegt der Schlüssel für unsere Frage nach der Faszination des Mittelalters. Die Epoche als Grundlegung unserer abendländischen Kultur kommt deutlich zutage. Kommen wir in ein Dorf. Kommen wir in eine Stadt, steht da gewöhnlich eine romanische oder gotische Kirche, die nach Mittelalter aussieht oder wenigstens damals gebaut wurde. Der Kern sogar kriegszerstörter Metropolen wie Köln, Frankfurt, Bremen, Nürnberg stammt noch aus dem Mittelalter. Wenigstens vom Mauerring ist zuweilen noch mehr vorhanden und auch noch der Straßenverlauf. In verschonteren Städten, gibt in Deutschland ja auch ein paar schöne, die sind meistens kleiner, in Schwaben, Tübingen zum Beispiel, Dinkelsbühl, sind die Wurzeln in tief vormoderner Zeit gar nicht zu übersehen, wenngleich quasi alle schiefen Fachwerkhäuser, die uns ins Mittelalter zurückbeamen, aus dem Barock stammen. Und die touristisch weitlich ausgebeutete Romantikmetropole Rothenburg ob der Tauber wurde im Zweiten Weltkrieg zu 50% zerstört und ähnlich wie das herrliche Danzig sehr geschickt, doch für genauere Betrachtung unübersehbar rekonstruiert. Auch hier gilt, die Ahnung vom Mittelalter muss immer die glücklicherweise nie erreichbare Realität ersetzen. Was aber dabei für uns so reizvoll ist, die Topografie ist hier am Ort. Und diese Identität bei aller Differenz macht uns das Mittelalter irgendwie vertraut. Mögen heute mehr oder weniger intakte Autobahnbrücken oder ICE-Trassen die Rheinufer miteinander verbinden, mag der Fluss eingedeicht, kanalisiert sein, es ist präter propter dasselbe greifbare, nasse Phänomen wie der Rhein bei Worms,
über den im Nibelungenlied Hagen von Tronje vor dem Mord an Siegfried übersetzt, über den Fährmänner einst Kaiser Barbarossa und Johannes Gutenberg transportierten. Wo wir keine echte Nähe oder gar Anschauung erhalten, reizt uns die geografische Identität. Dasselbe gilt für die Sprachen, ob Latein oder Mittelhochdeutsch. Es sind die Idiome, die in unserem Neuschwachhochdeutsch immer noch wiederklingen und die unsere Sprache geprägt haben. Die gezogenen Grenzen von Grafschaften, Bistümern machen heute noch regionale Identitäten und Dialekte aus. Und auch Nichtchristen können, vor allem wenn sie klug sind, nicht ableugnen, dass unser Mindset, all unser Denken von Moral bis Metaphysik aus den Wurzeln des Christentums entspross, das im Mittelalter nun mal allein herrschte, im Guten wie im Schlechten. Wollen wir uns besser begreifen, ist eine Beschäftigung mit dem Mittelalter also kein schlechter Anfang. Wir erblicken uns nach allen Innovationen von Dampfmaschine und Elektrizität bis zum Computer im fernen Spiegel jener Zeit wieder. Wundersam verzerrt, also könnte man, wie der ins Mittelalter vernarrte Marcel Proust es sagt, als könnte man den Fluss der Zeiten emporsteigen und die ältesten Urahnen kurz treffen und ihnen wenigstens zuwinken. Diese Illusion, bei der sich mancher unbewusst wahrgenommenen Tradition versichert, verankert uns in einer grundlosen Existenz. Tief, wir kommen von weit her, das sind wir. Das Mittelalter ist dabei fern genug, um uns nicht wirklich existenziell noch unter die Haut zu gehen und unsere Gewissheiten in Frage zu stellen. Dazu ist es viel zu fern und zu exotisch. Und doch am selben Ort präsent ist es, um uns mit Wurzeln und einer Identität auszustatten, die wir haben wollen. Das galt für die Menschen der frühen Fabrikzeit nach 1800, die der Entzauberung mit alten Märchen und dem Sammeln von Ritterrüstungen begegneten. Das gilt für die Kinder von heute, die sich im Videospiel mit dem Schwert durch halb verfallene Burgen kämpfen, mit dem digitalen Schwert. Dazu kommt, dass heute fast unlesbare Autoren des Mittelalters diesen genialen Sinn für Archetypen hatten. Versuchen Sie mal, einen Versroman von Gottfried von Straßburg oder Wolfram von Eschenbach von vorne bis hinten durchzulesen. Es wird Ihnen vor lauter Langeweile und Unverständnis kaum gelingen. Es ist eine sehr, sehr ferne Welt. Was die witzig fanden, darüber lachen wir nicht. Was die spannend fanden, darüber lesen wir gerne hinweg. Doch, wie gerade beschrieben, die Grundkonstellation, in der junge Helden sich durch den kämpferischen Auszug in eine feindliche Welt bewähren müssen, in der machtvoll fragile Elternfiguren im Hintergrund präsent sind, in der Edelfrauen oder schöne, muskulöse Ritter erotische Fantasien beflügeln und aus unseren Träumen Monster und Wunder emporsteigen. Diese Konstellation ist als semantisches Gerüst fürs Heranwachsen und später noch wichtiger Kindbleiben tragfähiger als der hellenistische Roman, die Epen Homers oder die bürgerlichen Entwicklungsgeschichten von Balzac bis Tolstoi. Der Rest, lassen wir den Kriminalroman beiseite, das ist meiner Meinung nach wirklich noch eine Erfindung unserer Zeit. Kann man sich auch fragen, was wir uns da nun an dem Mord und Totschlag so spannend finden. Aber es gibt da verschiedene Theorien. Der Kommissar ersetzt den abwesenden Gott und bringt die Welt wieder in Ordnung. Ich finde die andere noch schön, es ist der sozialistische, die einzige sozialistische Gattung, weil man sieht dauernd Leute bei der Arbeit, nämlich die Polizei. Das sind die, also das ist uns, was uns seitdem noch vielleicht noch mehr fasziniert, aber ansonsten ist der Rest Mittelalter und König Artus. Und seine Ritter der Tafelrunde grüßen uns mit stolzem Selbstbewusstsein aus dem fernen Spiegel in unsere Silikonbildschirme herein. Was uns zusätzlich Archäologen, Philologen und Kostümkundler über die Kalamitäten dieser Ahnen, denen wir uns so nahe fühlen, mitzuteilen haben, über den Durchfall und das Frieren, über den Fanatismus und die Ängste, den Judenhass und das Kinderkriegen, all diese heute eher kuriosen Wissensdetails oder beunruhigenden Wissensdetails fallen gegen den vergoldeten Rahmen unseres fernen Spiegels nicht ins Gewicht. Das Mittelalter, das in unseren Alltagsmythen, in Filmen, in den Feierabendromanen Ken Folletts und den digitalen Legenden auf der PlayStation mehr als nur überlebt, sondern täglich präsent ist, das hätten wir damit ein klein wenig herangerückt und erklärt. Dennoch lebt hinter der reizvollen Mischung aus historischem Bewurzelgrund und exotischer Ferne noch viel mehr, im Guten wie im Bösen. Auch hier möchte ich ein paar Beispiele geben. Der polnische, jetzt in Venedig lehrende Politologe Jan Giolonka verglich die Europäische Union mit dem Heiligen Römischen Reich des Mittelalters. Wie kann das gehen?
Die EU erscheint vielen mit ihren Glaspalästen, ihrer Bürokratie, den Gipfeltreffen als Inkarnation einer modernen, überstaatlichen Organisation. Dagegen sticht das Kaiserreich des Mittelalters auf den ersten Blick schon ab. Damals ritt der Herrscher auf schlammigen Pfaden mit einer tragbaren Kanzlei von Burg zu Burg. Es gab eine Vielzahl widerstreitender Territorien und eine nur in Ansätzen funktionierende Verwaltung, die himmelweit von unseren Grundansprüchen an den Staat entfernt war. Und doch trifft Giolonca einen Punkt. Beide Gebilde, das alte Kaiserreich und die neue Europäische Union, sind komplett schwer einzuordnen. Sind sie ein Staat, ein Bund von Staaten? Welche Rechtsordnung gilt? Welche Währung? Wie ist die Bindung des Individuums zu seiner Obrigkeit? Das fließende, sich täglich neu auszuhandelnde Gesellschaftsleben im Reich des Mittelalters ähnelt verblüffend dem überkomplexen, noch oder niemals geordneten Raum namens EU. Auch heute gibt es regionale unterschiedliche Mentalitäten. Mit Rechts- und Rechtsordnung nehmen wir Sizilien oder Luxemburg. Es gibt auseinanderstrebenden Sozialstaat, differierenden Wohlstands- und notabene völlig unterschiedliches Denken. Das meinen Giolonca, wenn er die EU mit dem Heiligen Römischen Reich vergleicht. Wir können diese Erkenntnis nutzen, um beides zu schmähen und den guten alten Nationalstaat der Moderne dagegenhalten. Der funktioniert als Kriegs- und Ordnungsmacht, zieht seine Steuern ein und beruht auf einer Verwaltungshierarchie. Und doch war das Heilige Römische Reich, das der Staatsrechtslehrer Samuel von Pufendorf rückblickend als Monstrum bezeichnete, sehr anpassungs- und tragfähig und hat Jahrhunderte voller Kriegen, Seuche und technischer Umbrüche überstanden. Das hat die EU noch nicht. So gesehen könnte das uneffektive Durcheinander von Bistümern, Grafschaften, freien Reichsstädten und Fürstentümern ein Trost für alle Pessimisten der europäischen Einigung sein. Vielleicht muss es, wie im Mittelalter, für das bunte Europa gar keine totale staatliche Einigung geben und das so heterogene Nebeneinander von Traditionen, Sprachen, Wirtschaften kann besser im geordneten Chaos fortbestehen. Oder andersherum, je mehr Europa über einen Leisten geschlagen wird, je mehr es sich von einem mittelalterlichen Staatenbund zu einem modernen, technisierten Superstaat entwickelt, desto eher kann es auch auseinanderbrechen. Der Brexit ist das erste Warnzeichen. Die Briten sind einst mit Bauchschmerzen einer Wirtschaftsgemeinschaft beigetreten, einer Währungs- und Sozialgemeinschaft mit kollektiver Kasse, wollten sie nicht mehr angehören. Das Mittelalter, in dem vorzugsweise in Frankreich und Britannien die spätere Form des Nationalstaates Gestalt annahm, war zugleich das Zeitalter der Experimente, wie weit sich dieser Staat in den Alltag und die Hirne der Menschen einmischen kann. Da begann genau das. Ein Beispiel: Nach 1300 gelang es dem französischen König Philipp, genannt der Schöne, um die 3000 Angehörige des Templerordens in einer Nacht- und Nebelaktion zu verhaften. Die Männer wurden dann gefoltert, die meisten später grausam hingerichtet, obwohl die Vorwürfe der Abgötterei und des Teufelskults, die der König gegen sie erhob, bereits für Zeitgenossen als purer Schwindel zu durchschauen waren. Frankreichs König hatte es schlicht auf das immense Vermögen der Templer abgesehen. Mit einer gut funktionierenden Militärpolizei, mit Steuereinnehmern, mit gewissenlosen Diplomaten und Ministern, mit gehorsamen Richtern und dreister Propaganda bekam er auf den Leichen seiner Opfer, was er wollte, sehr viel Geld. Im Durcheinander des Heiligen Römischen Reiches mit unterschiedlichen Rechtsordnungen, keiner zentralen Polizei, wäre dieses erste Großverbrechen des Zentralstaates, das unheimlich an spätere Säuberungen erinnert, wie bei Stalin oder Hitler, nie und nimmer möglich gewesen. Der undefinierte, zersplitterte Staat des Mittelalters in weiten Teilen Europas, er könnte sich irgendwann einmal noch als unerreichbare Utopie des verwalteten und spionierenden Digitalkosmos erweisen. Auf der anderen Seite zeigt sich das Mittelalter auch hier als Spiegel, dessen Scherben immer zweischneidig sind. Ein dysfunktionaler Staat, der sich vor lauter Aufgabenüberlastung, Personalknappheit und Geldnot um die Bürger nicht mehr zu kümmern vermag, ist alles andere als eine erwünschte Utopie. In vielerlei Kulturkritik unserer Tage lässt sich Angst vor einer Gesellschaft nicht überhören, wie unser Zusammenleben sich denn gestalten soll, wenn für die vielen Alten nicht mehr genug Pfleger und Ärzte da sind, wenn in leeren Räumen auf dem Land kein Kranken- und Polizeiwagen mehr in wenigen Minuten kommt, wenn Gefahren auf der Straße nicht mehr vom staatlichen Gewaltmonopol, sondern höchstens vom Faustrecht aufgefangen werden und wenn ganze Ökonomien von Mafia und Familienclans übernommen werden. Eine solche Gesellschaft, wie sie uns nicht zufällig Science-Fiction-Filme wie Blade Runner oder Matrix digital untermalt prophezeien,
würde dann ein Mittelalter einsamer Kämpfer und feudaler Massen nachleben. Doch vom romantischen Zauber, wie ich ihn beschrieben habe, der Historienromane und Videospiele, bliebe überhaupt nichts übrig. Dann müssten wir Menschen der Postmoderne lernen, als was die Bewohner des wirklichen Mittelalters das Leben zu nehmen hatten, nämlich als Überlebenskampf ohne Garantien auf sicheres, gesundes und sorgenfreies Überleben. Diese Horrorvision zerfallender sozialer Ordnung nach dem Muster des späten Roms, in dessen Trümmern das feudale Mittelalter notgedrungen entstand, könnte durchaus unbewusst und unterschwellig auch im Mittelalterboom von Film, Buch und Videospiel mitklingen. Wer über viele tausend Seiten einen Mittelalterkrimi wie Der Bogenschütze von Bernard Cromwell genießt und dabei die grauenvollen Schlachtfelder des Hundertjährigen Krieges mit Plünderungen, Massenmorden, Wunden und Seuchen durchstreift, hat als Kulturpessimist immerhin ein schönes Fazit parat, wenn der siebte Band am Ende zugeklappt wird. Noch ist es nicht so weit. Oder doch? Der Islamkritiker Ahmed Abdel Samad, der selbst als junger Mann bei den ägyptischen Muslimbrüdern den gewaltsamen Kampf gegen die westliche Wertordnung und gegen die vermeintlich ungläubigen Europäer einübte, warnt in seinen Publikationen vor genau dem, einer Rückkehr des Mittelalters. Dass er allerdings keinesfalls in der fluiden Staatsform der EU, sondern ganz real in den zuwandernden Fundamentalisten islamischer Bewegungen ausfindig macht. In seinem neuen Buch Islam, eine kritische Geschichte, beschreibt Ahmed Abdel Samad, sein Leben muss in Europa rund um die Uhr von Personenschützern bewacht werden, ein drohendes Ende der Moderne, an die wir uns gewöhnt haben, mitten in Europa, weitgehend unbemerkt von staatlichen Stellen und Medien, die Toleranz einfordern und jedwedes Hinterfragen fundamentalistischer Tendenzen als Islamophobie kriminalisieren. Ich zitiere aus einem jungen Interview von Ahmed Abdel Samad mit der Neuen Zürcher Zeitung. Zitat: Man glaubt in Europa, das Mittelalter hinter sich gelassen zu haben. Keine Religionskriege mehr, keine Gewalt im Namen der Religion, keine Inquisition, keine Unterdrückung der Frau. Aber man irrt sich. Das Mittelalter kommt mit der Einwanderung zurück, mit dem radikalen Islam, der auch mit der Einwanderung nach Europa einreist. Es gibt bereits ein Land, deren Einwohner werden seit 2 Jahren diesem Experiment ausgeliefert. In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen, nachdem westliche Besatzer und laizistische Afghanen dem Vormarsch der Milizen des Propheten nicht standhalten konnten. Nun gilt dort für Frauen das Verbot, Schulen oder Universitäten zu besuchen ohne Vollverschleierung, und männliche Begleitung dürfen sie nicht das Haus verlassen. Frauen sind nicht geschäftsfähig, haben keine politischen und bürgerlichen Rechte. Polygamie ist allseits erlaubt. Dass Homosexualität, Atheismus, Widerstand gegen das Regime der islamischen Geistlichen mit dem Tod bestraft wird, muss ich gar nicht eigens erwähnen. Mitten im 21. Jahrhundert also gibt es Gesellschaften, wir könnten den Blick auch nach Somalia wenden, in den Sudan, nach Mali, wo diese fundamentalistische Gesellschaftsform nicht weiterlebt, sondern in einem früheren Rechtsstaat, der dort mal existiert hat, implementiert wird. Das Mittelalter kehrt mit blutiger Gewalt als Ordnungsmacht zurück, offenbar dem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung, dem modernen Staat, überlegen. Ich habe gerade meinen zweiten Roman fertiggestellt. Er spielt wie der erste natürlich im Mittelalter, in Florenz des 14. Jahrhunderts. Und als ich dort recherchierte, wie ich die Gestalten beschreiben soll, wurden mir die Parallelen zum Gesellschaftsentwurf der Taliban gespenstisch klar. Auch in Florenz des Jahres 1348 gingen Frauen vollverschleiert, auf jeden Fall mit Kopfputz. Sie waren nur geschäftsfähig, wenn es keine männlichen Verwandten mehr gab. Ansonsten hatten sie keine Rechte am politischen und wirtschaftlichen Leben. Und meist wurden die kleinen Mädchen mit 13 an sehr viel ältere Männer verheiratet oder lebenslang in Klöstern weggesperrt. In reichen Familien gab es junge Sklavinnen zum Genuss der Familienoberhäupter. Sie hatten, auch wenn der Ehemann starb, hatten die Frauen keine Rechte an ihren eigenen Kindern. Die wurden ihnen weggenommen. Und sie durften außer ihrer Mitgift nichts vererben. Ebenfalls wie im Afghanistan von heute stand damals auf Atheismus jede von der Kirche festgesetzte Ketzerei, die Todesstrafe auf Homosexualität auch. Wenngleich ich glaube, dass man in Florenz ein wenig milder damit umging als im Afghanistan oder im Iran, wo Homosexuelle oder Menschen, die man dazu erklärt, heute noch täglich zum Tod verurteilt und an Baukränen aufgehängt werden. Für eine Reise ins Mittelalter können wir also keine Zeitmaschine besteigen, das geht nicht, noch nicht.
Doch ein Flugticket nach Kabul oder Teheran reicht wohl möglich auch. Gespenstischerweise hat der technologische Fortschritt angesichts des Wahrheits- und Allmachtsanspruches einer Religion, im Mittelalter war es das Christentum in Europa, im Nahen Osten damals und heute wieder der Islam, recht komfortabel überlebt. In die europäische Gesellschaft regiert der Arm dieser fundamentalistischen Interpretation des Zusammenlebens spätestens mit der Fatwa des iranischen Potentaten Khomeini gegen den englischen Romancier Salman Rushdie herein. Historisch fällt das obszöne Todesurteil durch ein Religionsgericht im Februar 1989 fast genau mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in eins. Man könnte sagen, eine Epoche, die des fundamentalistischen Kommunismus, die viel Unheil angerichtet hat, wurde nahtlos von der des fundamentalistischen Islam abgelöst. Diese Fatwa hat mehrere Leute zerstört. Der japanische Übersetzer Rushdie Hitoshi Igashari wurde in der Universität Tokio getötet. Der norwegische Übersetzer, der italienische Verleger der satanischen Verse überlebten Mordattacken nur ganz knapp und schwer verletzt. Vor wenigen Monaten, die meisten von Ihnen wissen es, erwischte es im US-Bundesstaat New York den Autor Rushdie doch noch. 33 Jahre nach dem Urteil aus dem Mittelalter wurde er bei einer Lesung wie dieser hier von einem islamischen Einwanderer mit dem Messer attackiert. Er verlor dabei ein Auge und konnte nur schwerst verletzt einigermaßen gerettet werden. Was wir kopfschüttelnd und entsetzt zur Kenntnis nehmen, hätte Menschen des Mittelalters überhaupt nicht überrascht. Im geschlossenen Weltbild der allumfassenden christlichen Theologie ist jeder Ausgang aus dem System verschlossen. Für das Todesurteil hätte um 1340 schon das Nichtmitmachen, also ein nachweisbares Ignorieren der Sakramente, genügt. Wenn ich zur Beichte ging, Abendmahl nicht nahm, der war verdächtig, wurde inspiziert und wenn er als nicht christlich befunden wurde, war sein Leben verwirkt. Und niemand hätte damals Bibelzitate in einem Roman ironisch abwandeln dürfen, ohne einer iranischen Fatwa zu verfallen, damals von christlichen Geistlichen unterschrieben. Das Mittelalter ist also keine rückständige Epoche, deren Rudimente in abgelegenen Winkeln der Welt überlebt haben und nach vom Licht der Aufklärung notgedrungen und unaufhaltsam erhellt werden. Das Mittelalter, vor dem Hamed Abdel Samad warnt, ist eine sehr dynamische Epoche, deren schwarz-weißes Weltbild und deren Gewalttätigkeiten jederzeit und überall aktiv werden können. In New York, Paris, Stuttgart, ebenso wie in Kabul oder Teheran. Niemand kann heute noch behaupten, dass eine technische Modernisierung, etwa die Digitalisierung einer Gesellschaft mit Smartphones und Social Media, automatisch das Ende einer autoritären Herrschaftsform bedeuten muss. Was wir aus dem Mittelalter, das ja immense Neuerungen von der Wassermühle bis zum Buchdruck hervorgebracht hat, lernen können, jedem Fortschritt wohnt auch ein Rückschritt inne. Wer ohne den Anflug eines Zweifels an die religiöse Autorität glaubt und für diese zu töten bereit ist, kann dafür auch Informationen aus dem Internet nutzen und fundamentalistische Gruppen über Netzwerke organisieren. Das Mittelalter, das wir hier sehen, ist nicht finster und auch nicht hell, sondern es ist beides zugleich. Und es lässt sich konstatieren, es ist eine zweischneidige Epoche, mit der wir es da zu tun haben. Die exotische Buntheit, das Tasten der Menschen nach neuen und besseren Lösungen, also alles, was in den letzten Jahrzehnten dem Mittelalter gut geschrieben wurde, steht neben dem sprichwörtlichen finsteren Mittelalter, das wir dabei einfach nicht übersehen dürfen. Erfunden hat die Epoche ein Italiener. Es war der Dichter Francesco Petrarca. Der hat vor 1350 der Epoche ihren Namen gegeben. Er war verliebt in die lateinische Sprache und in die Monumente des antiken Rom. Damals war Rom vom Kaiser sowieso schon seit Jahrhunderten, aber nun auch vom Papst verlassen. Und da hat er sich hereingeträumt, dass das wieder zurückkommen muss. Wenn endlich der Kaiser wieder in Rom residiert, wenn Rom wieder zur Hauptstadt der Welt wird, komplett Gaga als Vision, es stand auch nicht im geringsten zur Debatte, dass das möglich wäre, auch technisch. Aber dann, so dachte er, dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Und was stand dem entgegen? Eine Epoche von über 1000 Jahren, in der die römischen Kaiser die Stadt verlassen hatten. Und daher kam dieses seltsame Wort zwischen zwei Epochen, nämlich zwischen der großen Epoche der Antike und der Klassik und zwischen der, wie er hoffte, jetzt wieder erstehenden großen Epoche, die wir als Humanismus bezeichnen, in der die kaiserliche Macht wieder an den Orten Kapitol, das geht ja bis heute zurück, die Bauten Pantheon in Paris, Kapitol in Washington, das zieht sich bis in die Gegenwart. Da soll also jetzt wieder der große Staat entstehen, mit dem die Welt gerettet wird.
Um es mit den Worten eines anderen mittelalterlichen Denkers auszudrücken, die Menschen nach dem Untergang des Römischen Reiches waren nur noch Zwerge und sie konnten nur noch auf die Schultern der Riesen von einst steigen und weiterblicken. Zwar vermochten sie von dort mit Hilfe der siegreichen Religion des Christentums bis ins Paradies zu blicken, doch ein geordnetes Reich mit Steuern und Straßen, Wasserleitungen, Thermen, mit Kaiser und Heer hatten sie verloren. Ob unter einem heimischen Kaiser, unter einem zurückgekehrten Papst oder unter einem römischen Konsul, nach dem Vorbild des Volkstribuns Colla di Rienzo, der sich 1347 an die Macht in Rom putschte, so dann würde das Römische Reich irgendwann wieder erstehen, hoffte Petrarca und mit ihm immer mehr Intellektuelle. Aus dieser Perspektive erschienen die 800 Jahre eben wirklich nur als lästige, dunkle Zwischenzeit. Daher der schlechte Ruf, den das Mittelalter bis heute genießt. In der Mitte zwischen zwei Kulturblüten fand sich diese lange Epoche eingeklemmt, eine Phase des Schlafes, der Vernunft und der Größe, befleckt durch die rauen, meist germanischen Laute der Eroberer, die nie lateinisch verstehen würden. Es ist sonderbar, dass sich diese Sicht durchsetzen konnte und heute noch in unserem Geschichtsbild fortlebt. Denn der zweite Teil der Prophezeiung, das Wiedererstehen des Kaiserreiches mit der Hauptstadt Rom, wurde niemals auch nur ansatzweise wahr. Europa und Italien machten weiter mit einem Kaiser auf Reisen, mal in München, in Prag, später in Wien. Der Papst kam zwar irgendwann zurück vor 1400, doch Rom wurde allenfalls Hauptstadt seines kleinen Kirchenstaates. Das Christentum blieb weitaus verbindender für die Kultur Europas als die lateinischen Klassiker der Heiden, wenn auch die ersten Errungenschaften der sogenannten Renaissance ab 1400 zu neuen Ergebnissen führten, die allerdings keinen radikalen Epochenbruch darstellten. Und schon gar kein Reich wieder begründeten. Wir haben es da zu tun mit Textkritik, neue lateinische Grammatik, Rundbögen statt solcher Spitzbögen, in der Kunst Rettung mancher verschollener Manuskripte, aber das war es auch schon. Es hat eigentlich nie aufgehört. Das musste sich dann die Geschichtswissenschaft klar machen, das Mittelalter ist nie vergangen. Wir müssen uns nur klar machen, dass viele der Dinge, die wir für große Errungenschaften der Aufklärung halten, Menschenrechte, Ende der Sklaverei, Frauenwahlrecht, da müssen wir ins 20. Jahrhundert gucken. Und es ist immer noch nicht auf der ganzen Welt zu dem Punkt gekommen, wie ich gerade ausgeführt habe. Das heißt, eine nicht vom Fortschrittsgedanken dominierte Weltsicht muss aufhören, in den Fußstapfen Petrarcas auf das finstere Mittelalter herunterzublicken, sondern wir müssen seine Allgegenwart und Kraft ernst nehmen. Zu Menschen, die das tun, gehört überraschenderweise ein Biologe, der letzte Weihnachten verstorbene Ameisenforscher E.O. Wilson. Von ihm stammt der bedenkenswerte Ausspruch: Wir Menschen haben altsteinzeitliche Gefühle, mittelalterliche Institutionen und gottähnliche Technologien hervorgebracht. Der um die Zukunft der Menschheit besorgte Wilson spitzte damit zu, was der Kulturphilosoph Günther Anders noch vor der Erfindung des Computers konstatierte, als er von der Antiquiertheit des Menschen sprach. Wir, deren Wahrnehmungsapparat sich in Hunderttausenden von Jahren nicht verändert hat, sind den Geräten, die wir erfunden haben, nicht gewachsen und werden von unserer eigenen Technologie versklavt, geistig wie körperlich. Werfen wir einen Blick auf die Hordenbildung via Smartphone. Ein Individuum mit unbegrenztem Zugang zu Information und Kommunikation in der Jackentasche hört auf, ein Individuum zu sein, sobald es die Möglichkeiten dieses Gerätes zur Vernetzung nutzt. Mit Likes organisiert man als Follower über die Daumen-runter-Geste mitschwimmend unter Millionen Verächtern, schlimmer Gegner oder Feinde, ist dieser im Internet lebende Mensch trotz seiner Freiheitsrechte immer auch ein digitaler Lehnsmann, der seinen Feudalherren treu folgt, ihre Parolen nachbetet und beginnend in China, doch tendenziell in der ganzen Welt, keinen unkontrollierten Schritt mehr unternehmen kann. Vom hehren Weltbild des Humanismus, wonach wir frei, verantwortlich für uns selbst und selbstbestimmt sind, bleibt im Zeitalter des für uns verfügbaren und zugleich über uns verfügenden World Wide Web immer weniger übrig. Der US-Amerikaner Tristan Harris, Tristan ist ein sehr schöner Vorname aus der Artus-Sage, einer der wichtigsten Ethiker unserer Technik und war früher einmal Produktentwickler bei der Firma Google. Und er promotet sein Buch Humane, das sich mit den Restbeständen von Menschlichkeit gegenüber dem Computer befasst, mit einem Slogan: Wir sind auf dem direkten Weg ins digitale Mittelalter. Was meint Tristan Harris damit?
Keineswegs die Beliebtheit von digitalen Ritterspielen à la Assassin's Creed oder die milliardenfach heruntergeladenen Traumwelten vom Herrn der Ringe. Das neue Mittelalter von Tristan Harris zeichnet sich aus durch die mentale Rückverwandlung heutiger Smartphone-Benutzer in impulsive Abhängige höherer, für sie undurchschaubarer Mächte. Das geschieht vor allem durch eine niemals abreißende, Tag und Nacht durchgehende, hirnerweichende Ablenkung. Die Dauerwahrnehmung der Welt in Assoziationsketten macht, so Harris, die Menschheit des Internets zum Opfer von Hassrede, Verschwörungstheorien und Erlösungsglauben. Das Leben in der kochenden und mal auch piependen Gerüchteküche von Twitter erinnert wundersam an die dörfliche Isolation mittelalterlicher Bauern, die außer Legenden, Hörensagen und Magie keine vernünftige Deutung ihrer Umwelt mehr erlangen konnten. Die Alphabetisierung der Massen galt stets als probates Mittel gegen den Aberglauben. Doch wenn die Aufmerksamkeitsspanne nicht über 2-3 Sätze mehr hinausgeht, wenn bunte Emojis komplexe Sachverhalte vermitteln müssen und der Globus nicht in Texten und Zahlen, sondern fast ausschließlich in Bildern vermittelt wird, dann wird es für die Ratio schwer. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der während der Corona-Pandemie die Medien bespielte, um seine Agenda der Aufregung und Angst zu propagieren, aus guten oder schlechten Gründen, das lasse ich hier offen, gab jüngst erst zu, dass es aller Rede und aller seiner Auftritte im Fernsehen zum Trotz nur die Bilder der Sterbenden in den Krankenhäusern von Bergamo waren, die die deutsche Öffentlichkeit in den Modus dauerhafter Furcht versetzen konnten. Keine Bilder, keine Emotionen. Mit Worten und vernünftigen Diskussionen ist die Welt nicht mehr zu beherrschen, noch gar zu verändern. Wie anders wollen wir uns erklären, dass vor 6 Jahren sämtliche 60 Tageszeitungen, überregionale Tageszeitungen der Vereinigten Staaten einhellig und drastisch vor der Wahl von Donald Trump gewarnt haben. Das war in 200 Jahren USA noch niemals vorgekommen. Doch diese Argumente hatten keinerlei, wirklich nicht die geringste Wirkung auf den Wahlausgang. Ups, Erdbeben. Die Debattenkultur verschwindet unter solchen Auspizien im Fundus der Zivilisation wie verstaubte Theaterkostüme und alte Ritterrüstungen. Heute hieft die niemals ruhende Aufmerksamkeitsökonomie des Internet vermeintliche Freunde, messbar sind das meist Sportler, Schauspielerinnen, Influencerinnen, in den Nimbus von Göttern. Vermeintliche Feinde, das sind dann meist zum Abschluss freigegebene Politiker oder Menschen, die etwas Falsches gesagt haben, auf die Ebene von Teufeln. Dabei nähern die Extreme sich einander an. Sowohl die Verschwörungsblase staatskritischer Gegner, zum Beispiel des Impfens oder anderer Maßnahmen des Staates, als auch der Machtrausch der staatlich infizierten Obrigkeitler gehorchen demselben Panikmodus, der eine vernünftige Debatte über Gefahren und Lösungsansätze im emotionalen Geschrei sofort erstickt und pragmatische Lösungsansätze kategorisch ausschließt. Es ist sicher nicht bloß mir aufgefallen, dass seit Jahren der politisch-gesellschaftliche Diskurs immer schriller wird, dass Reizthemen, über die sich früher kultiviert und genüsslich streiten ließ, jetzt Familien und Freundschaften zum Platzen bringen. Eine Mehrheit der Deutschen gibt bei Umfragen an, anonym scheint man sich das noch zu trauen, die eigene Meinung in der Öffentlichkeit lieber zu verbergen. Wie ist dieser Rückschritt in repressive Vormoderne oder Nachmoderne mit der Meinungsfreiheit zu vereinbaren? Harris sagt, im Darkroom Internet, wo in Milliarden Ohren und Hirnen Drohungen, Ängste, Gerüchte, Apokalypsen widerhallen, wo zum Hass freigegebene Höllenfiguren per Bild auftauchen und wie im Videospiel zum Abschuss locken, in solch einer artifiziell aufbereiteten Welt siegen stets die extremsten Meinungen. Bilder und Mythen erweisen sich, wie im Mittelalter, als mächtiger denn Argumente. Eine abgewogene, sich stetig korrigierende und faktenprüfende Kompromisskultur, auf welcher das demokratische Zusammenleben fußt, wird immer unmöglicher. Es genügt ein falsches Wort, eine inkriminierte Meinung, ein tabuisiertes Thema und das Gespräch schlägt um in Vernichtungswillen. In der Anonymität des Internet muss niemand mehr auf Gesprächspartner lungern. Sie müssen keine anonymen Briefe oder Denunziationen an Behörden verfassen, die Leute, die sich aufregen. Sie müssen nicht einmal mehr eine Telefonnummer herausfinden und anrufen, ein paar Zeichen in Wut oder Suff getippt auf die Smartphone-Tastatur und schon ist das Verdikt dessen, den früher niemand ernst nahm, in der Welt. Und alle Gesinnungsgenossen jubeln dazu, scharen sich hinter dem Provokateur und kitzeln die nächste, noch radikalere Botschaft heraus, immer gegen Menschen, die der Hater nie gesehen hat und deren Positionen und Seelenlage die Widersacher gar nicht kennen. Ist so etwas noch Kommunikation?
Kein Wunder, dass der Begriff Social Media immer öfter mit asoziale Medien übersetzt wird. Ist also die analytische und skeptische Soziologenzeit von Max Weber, Raimund Popper oder Niklas Luhmann unter den Datenströmen des Digitalzeitalters für immer abgelaufen? Kollabiert unsere Vernunft im Internet und obsiegen Rechtfertiger der göttlichen Macht wie Thomas von Aquin und Inquisitoren und Ketzerjäger in einer neuen Rüstung aus Silikon? Für Tristan Harris, der in Kalifornien im Maschinenraum der computerisierten Welt groß geworden ist, ist die Gefahr absterbender Demokratien in einer Lebenswelt der Überwachung und des gelenkten Denkens höchst gegenwärtig. In autoritären und sich gleichwohl rapide modernisierenden Gesellschaften wie der iranischen, der chinesischen, der pakistanischen, mit immer kleineren Abstrichen leider auch der russischen, bereitet diese Untergangsvision den Herrschenden keine schlaflosen Nächte. Sie verstehen das Internet mit potenziellen Freiräumen gegen Zensur und für den Zusammenschluss widerwärtiger Menschen immer besser in ihrem Sinne zu beherrschen. Doch liegt die Pointe des digitalen Neomittelalters, wie Harris es heraufbeschwört, gerade darin, dass auch wir, wir Deutschen, wir Europäer, die dunkle Zukunft, gekocht nach Rezepten der Vergangenheit, nun nicht mehr in ferne Weltgegenden projizieren können. Wenn sogenannte Influencer, Millionen von Followern ihre Konsumgewohnheiten, ihren Lebensstil, ihre Weltsicht und ihren Glauben einprägen, dann sind das veritable Vorstufen von Hörigkeit, die nicht zufällig an Feudalismus erinnern. Und wenn der Staat erst einmal alle Untertanen über Satellit verfolgen kann, erinnern Sie sich noch an die Luca-App, die ihren Restaurantbesuch auf die Viertelstunde genau verzeichnete, dann wirkt diese Bindung durchaus wie eine aktualisierte Form von Leibeigenschaft. So organisiert ausgerechnet das ort- und grenzenlose Globalnetz die Welt als geschlossenes System. Ganz ähnlich wie der Computer sein Denken, so müssen wir das, was die Computer tun, ja inzwischen nennen, einzig aus dem mathematischen Gegensatz von 0 und 1 konstruiert. Ein Scholastiker des 13. Jahrhunderts, der alles Weltgeschehen säuberlich zwischen Gott und Teufel eingeteilt hat, könnte sich gut in diesem dualistischen Schwarz-Weiß wiederfinden. Es gibt Gut und Böse, Wahr und Falsch, Erlaubt und Verboten, Tertium non datur, sagte man damals auf Latein so schön. Ein drittes gibt es nicht. Gut möglich also, dass auch die Junkies von Instagram, Twitter, TikTok inzwischen nicht sehr viel komplexer denken als die endzeitlichen Propheten von IS und Taliban oder mittelalterliche Denker, über die wir in unserem Überlegenheitsgefühl nur lächeln würden. Das Beängstigende am Phänomen der schrecklichen Vereinfachung, es gibt kein Draußen mehr. Die Toleranzblindheit erfasst alle Seiten und überdeckt zunehmend die besonnenen Stimmen der Mitte, der Toleranz, der Vernunft und vor allem der Skepsis. Dafür noch ein Beispiel, ein sehr beunruhigendes. Der Juraprofessor Ronald Sullivan wurde 2019 von der Harvard-Universität von seinem Posten als Leiter des wichtigsten Studentenhauses entbunden. Warum? Er hatte die Verteidigung des Filmproduzenten Harvey Weinstein übernommen, der inzwischen wegen sexueller Übergriffe zu langjähriger Haft verurteilt wurde. Die Dekanin von Harvard gab Studentenprotesten nach, gemäß derer Professor Sullivan, ein Schwarzer, der erstmals diesen prestigereichen Posten innehatte, durch die Arbeit für Weinstein sich mitschuldig mache am sexuellen Missbrauch von Frauen. Hier haben wir es mit klassisch voraufklärerischem, ich würde auch sagen mittelalterlichem Denken zu tun. Denn ausgerechnet Jurastudentinnen können nun nicht mehr unterscheiden zwischen einem Anwalt, wie er allen Angeklagten zusteht, und einem Befürworter von den Taten des Angeklagten. Sullivan versuchte noch zu erklären, sein Mandant habe nichts mit seiner persönlichen Ansicht zu tun und die Wahrheit müsse im Prozess herausgefunden werden. Im Hort der Rationalität in der Universität nämlich herrschte die pure Hexenjagd, entfacht von den Studentinnen gegen einen Professor, der nichts anderes gemacht hatte, als den Errungenschaften der Prozessordnung zu folgen, die diese Studenten zu studieren hatten. Oder nehmen wir die Fixierung der Jakobiner von heute auf missliebige Wörter und Flexionen. Das Gendern gerät dabei in einer Welt mit wahrlich vielen Missständen zum Hauptproblem. Ob ich hier Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sage oder WissenschaftlerInnen oder Wissenschaftler X, das ist entscheidender als jede These dieser WissenschaftlerInnen und sagt für Fanatiker des Gendern alles über eine Qualität eines Vortrages aus. Vor 800 Jahren bereits erschütterte ein ähnlicher Streit Europas gelehrte Welt im Mittelalter. Damals standen Realisten gegen Nominalisten. Erstere, am reinsten vertreten in der Lehre des Thomas von Aquin, glaubten wie die Sprachpolizei von heute an die Wahrheit abstrakter Begriffe. Sprach jemand Worte wie Gott, Güte, Engel, Paradies, dann war das für diese Ideologen Beweis genug, dass es solche Entitäten ganz real, ontologisch heißt das in der Philosophie, auch gab.
Kritik daran wurde als Gotteslästerung verfolgt. Die Nominalisten, vertreten durch den Logiker William von Ockham, behaupteten dagegen, dass Worte keiner konkreten Realität entsprechen und in allen Sprachen willkürliche, oft zufällige Begriffe seien, deren Realität verklinge wie der Hauch des Mundes. Man versuche, diesen Unterschied radikalen Verfechterixen des Genderns zu erklären, man wird scheitern. Menschen glauben heute, das Böse wird nicht existieren, wenn es nicht benannt wird. Das hätte im Mittelalter auch viele Realisten überzeugt. So etwas ist lupenrein magisches Denken von Menschen, die nichts mit den wichtigsten Errungenschaften seit dem Mittelalter zu tun haben wollen. Menschenrechte, Gewaltenteilung, faire Justiz. Wer für die neuen Inquisitoren auf der falschen Seite steht, ist nichts anderes als ein Ketzer. Solche hasserfülltes Dauergeschrei tönt längst durch Silicon Valley und durch die Universitäten nicht leiser als durch den Hindukusch. Rechts- wie linksextreme Positionen, wenn man sie denn überhaupt noch auseinanderhalten kann, gleichen sich in verzückter Theologensprache immer weiter einander an. Es ist diese endzeitliche Gefühlskultur, in der nach dem Vorbild der Johanna von Orleans, eine Gestalt aus dem 15. Jahrhundert, auch die heranwachsende Greta Thunberg gegen ihren Willen zur Heiligen und Retterin medial hochstilisiert werden konnte. Das lässt uns fürchten, das Mittelalter kehre zurück und die Errungenschaften der Aufklärung verlören sich im niedrigen Wahrnehmungshorizont des Internet. Gerade Medievisten hatten in ihren Werken über die Aktualität des Mittelalters immer schon auf die Langlebigkeit feudalen Sozialverhaltens hingewiesen. Ihr Fazit: Wir Heutigen sollten uns besser auf die vermeintlich unumkehrbare Modernität nicht zu viel einbilden. Das Ringen um die Deutung einer verwirrenden Welt geht immer weiter. Und die Methoden müssen immer neu rational geschärft werden. Die Angst und der Hass, die im Kleinhirn der Menschen residieren, können im passenden Biotop jederzeit wieder die Oberhand bekommen. Es gibt keinen Fortschritt, der das verhindern würde. Vielleicht sind es solche gut informierten Mahnungen, die das Mittelalter derzeit so aktuell erscheinen lassen. Die Macht der Bilder, die vor Jahrhunderten das Denken und vor allem das Fühlen der analphabetischen Massen bestimmten, ist immer noch groß und wird immer stärker. Wir leben zunehmend in einem Zeitalter der Ungleichzeitigkeiten, in dem eine Fatwa gegen missliebige Romane mitten in einer von Technik geprägten Wissenschaftsgesellschaft blutig ausgeführt werden kann. Und nicht nur die Taten der neuen Assassinen passen zu den alten Mustern endzeitlichen Denkens. Es sind die Strukturen, welche die lange Überlebensdauer des Archaischen und Gewalttätigen beweisen. Mit Sprech- und Denkverboten, mit einem Boom der anonymen Hassrede aus Echokammern, mit magischen Formeln und Schuldzuschreibungen zur Lösung überkomplexer Probleme, mit einem Herumerzählen unüberprüfbarer Gerüchte nach Art der stillen Post, mit Erzählmustern, die über die Heldengeschichten der Artussage kaum hinauskommen, haben wir bereits allerhand Ingredienzien für ein anbrechendes Mittelalter, für eine neue Epoche ohne Vernunft beisammen. Abgeschmeckt wird dieses Gebräu mit einer global wachsenden Ungleichheit des Besitzes, bei der die Reichen wie eine Weltreligion auch in Wirtschaftskrisen ihre aristokratische Position ausbauen können. Über Staatsgrenzen schotten sie sich gegen Steuern und Strafverfolgung ab. Vor allem in China, Russland, Indien, aber auch bei uns kann dabei eine neue feudale Klasse entstehen und die kann sich wie vor Jahrhunderten durch mediale Verherrlichung gegen aufmüpfige Kritik immunisieren oder als heroische Wohltäter inszenieren, beklatscht von willigen oder käuflichen Hofnarren im Netz. Solche Prozesse im Macht- und Netzbetrieb zeugen von der nicht zu unterschätzenden Dynamik eines neuen Mittelalters. Und was wir für den fernen Spiegel einer verwilderten Vorzeit hielten, ist plötzlich ein Display, das wir in der Hand halten. Ich bedanke mich noch einmal für die Einladung und vor allem Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.